Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute um ein Style & Talk. Ihr habt so ein paar Fragen gestellt auf Instagram, die ich euch beantworten werde. Außerdem erzähle ich euch was über den Brown Silk Appeal 9 Skin Spa und den Face Spa Pro. Und genau, erzähle ich noch, wie ihr Cashback bekommt, wenn ihr euch irgendwie dafür interessiert, wenn ihr diese beiden Produkte haben wollt. Das erzähle ich euch aber gleich. Und bevor das Intro zu lang wird, würde ich sagen, los geht's mit dem Video. Viel Spaß! So, dann fangen wir ja doch mit der Gesichtsreinigung an. Und zwar ist es hier einmal der Braun Face Spa Pro. So sieht der aus. Und ich habe den im Badezimmer in dieser Halterung stehen. Was der Unterschied zwischen dem hier und dem Vorgängermodell ist, ist, dass der hier einfach geupdatet wurde. Also der ist nicht mehr batteriebetrieben, sondern akkubetrieben. Ihr könnt ihn mit unter die Dusche nehmen, denn er ist wasserfest. Und es ist ein 3-in-1 Produkt. Also er hat hier einmal diese Gesichtsreinigungsbürste, mit der ihr übrigens auch perfekt peelen könnt. Also wenn ihr euer Peeling-Produkt auf eure Haut gibt, dann könnt ihr auch damit super schön peelen. Dann haben wir einmal natürlich den Epidia-Aufsatz. Ihr könnt hier, also hier oberhalb zum Beispiel der Augenbrauen sind immer so feine Härchen, der packt die ganz gut. Oder auf dem Muttermal oder hier auf der Oberlippe, je nachdem eben, wo ihr das halt verwenden wollt. Und dann haben wir noch einen Aufsatz, den ich besonders cool finde. Und zwar könnt ihr damit eure Serien einarbeiten, in eure Haut einarbeiten. Ich zeige euch das mal an der Augenpartie. Und zwar nehme ich hier einmal das Blue Therapy Serum von Biotherm und gebe mir das einmal unter mein Auge. So, und wenn ihr das hier einmal anmacht, dann seht ihr, wie sich das Ganze bewegt. Und es sind ganz sanfte Mikrovibrationen. Erstens verschwendet ihr kein Produkt, also es geht nicht auf eure Fingerspitzen mehr, sondern ihr könnt das direkt unter euer Auge geben und dann halt damit einarbeiten. Und zweitens wird das sehr sanft hier eingearbeitet. Das ist ja eine sehr, sehr empfindliche Augenpartie. Die ist 10-mal dünner als der Rest unserer Haut. Und da sollte man sehr vorsichtig mit sein. Und da könnt ihr dann einfach, und es ist auch echt kühl. Also das weckt auch nochmal schön. Das tupft das so richtig schön ein. Und ihr kommt hier auch richtig schön in den Innenwinkel. So, die andere Seite. So. Und ich glaube, ihr habt gehört, dass es immer so kurz aufgehört hat zu vibrieren. Und zwar sagt er dir dann, dass es genug ist für diese Hautpartie. Also ihr könnt es dann natürlich dann nochmal machen, das schadet nichts. Aber es reicht theoretisch. Das fühlt sich so gut an. So, dann könnt ihr das einfach wieder sauber wischen und that's it. Und ich erzähle euch gleich von der Cashback-Aktion, nachdem ich euch nochmal den Epilierer vorgestellt habe. Der wurde nämlich auch geupdatet. Erzähle ich euch gleich von der Cashback-Aktion, wo ihr bis zu 40 Euro Cashback halt sparen könnt. Dann könnt ihr diese Geräte, falls ihr Interesse habt, eben testen. Genau. So, als nächstes nehme ich zwei Foundations und zwar hier einmal die All Nighter. Das ist eine Waterproof Foundation von Urban Decay und einmal die Charlotte Tilbury Magic Foundation for Deter. Ich mische die beiden auf meinem Handrücken, könnt das natürlich auch direkt auf euer Gesicht geben, wenn ihr möchtet. Aber so kann ich das irgendwie so ein bisschen besser mischen. So. Und dann gebe ich das auf meine Haut auf. Ich benutze im Sommer nicht so viele Cremes, außer jetzt zum Beispiel Sonnenschutzfaktor oder sowas, was ich unmittelbar direkt unter meiner Foundation gebe. Also ich warte da, wenn ich direkt aufstehe, kriege ich mich direkt ein und sowas, ne, damit das richtig schön in die Haut einzieht. Und erst dann später, wenn ich mich schminke, dann mache ich nicht mehr so viel Primer und sowas drauf. Einfach weil ich habe halt eine Mischhaut und die ist so ein bisschen kompliziert. Das heißt, wenn ich jetzt so 1000 Primer und sowas drunter geben würde, würde ich sehr leicht anfangen zu ölen. Und das wollen wir nicht. Jetzt lasse ich das Ganze für so 10 Sekunden auf meiner Haut sitzen. Und dann arbeite ich das Ganze mit einem sauberen, angefeuchteten Beauty Blender ein. So, hier brauche ich noch ein bisschen mehr Deckkraft, weil ich so ein paar Unreinheiten hier habe. Deswegen gebe ich dann noch so ein bisschen mehr von der All Nighter Foundation auf. So, dann tragen wir Concealer auf. Ich nehme hier, weil mich jemand auch wegen Augenringe gefragt hat, den Pro Longwear Concealer von MAC. Den benutze ich seit Jahren und Dinge, die ich halt schon seit einer Ewigkeit benutze, mag ich wirklich sehr gerne. Also da schwöre ich wirklich drauf und da bin ich auch zu Dings, um das zu wechseln, also um was anderes zu nehmen. Also ich tue den hier auf meinen Beauty Blender und gebe den einmal unter mein Auge auf. Der deckt wirklich sehr schön meine Augenringe ab und ich bin halt ein oliv- und gelbstichiger Unterton und deswegen nehme ich gelbstichige Foundations, Concealer und so weiter. Ihr müsst euch wirklich richtig gut beraten lassen, einfach weil das sonst aschig aussieht, weil das sonst noch nach mehr Augenringen aussieht. Und das ist nicht so gut. Erzähle ich euch immer wieder vom Brown Silk Appeal 9 Epilierer. Ich habe euch immer wieder erzählt, dass meine Mom uns früher gesagt hat, Epilieren ist viel besser, da habt ihr einfach viel länger Ruhe und wenn ihr rasiert, dann habt ihr Irritationen und so weiter. Ich habe auch eine sehr empfindliche Haut und wenn ich halt jeden Tag rasieren würde, dann würde ich so viele Rasurpickel einfach kriegen. Und deswegen habe ich
wirklich jahrelang immer epiliert, meine Mom auch, meine Schwestern auch. Und meine Mama hat ein Gerät, das ist 20 Jahre alt, by the way. Und der neue Braun Silke Peel 9 Skin Spa, passt auf, der sieht so aus. Wunderschön. Also ich finde allein das Design ist richtig schön. Hier dieses altrosa Metallic und das spiegelt sich hier dann so wieder. Dann kann man den auch richtig schön im Bad stehen lassen. Und zwar hier auf dieser Halterung. Also ihr habt hier einmal den Silke Peel 9 Skin Spa und den Face Spa Pro. Und so stehen die dann in meinem Badezimmer. Ich finde, das macht das richtig schön aus. Und man kann den halt natürlich auch unter die Dusche nehmen und so weiter. Und er hat was Neues, und zwar eine Sensosmart-Technologie. Braun hat beobachtet, dass viele Frauen eben beim Epilieren richtig drücken, während sie den Epilierer eben verwenden. Und ihr braucht das nicht. Also der erfasst Millimeterhaare. Wirklich, die sind kleiner als ein Sandkorn. Und dadurch, dass man halt denkt, so, man müsste die Haare wachsen lassen, damit man die überhaupt wegkriegt, glaube ich, drückt man da so gegen. Und ich mache den euch mal an, um den euch zu demonstrieren. Und zwar, wenn ihr jetzt eure Arme epiliert und zu doll drauf drückt, seht ihr? Dann leuchtet das rot auf. Also er sagt euch, dass ihr das halt nicht braucht, dass ihr viel sanfter arbeiten könnt. Das ist erstens sanfter schonender für eure Haut. Die Pinzetten gehen ja nicht an eure Haut dran, die ziehen ja nur eure Haare raus. Und deswegen braucht ihr auch nicht so gegendrücken. Also wirklich, durch diese Technologie zeigt er einfach einem an, dass man eben nicht so doll drücken muss. Da seht ihr, also wenn ihr da zu doll drauf drückt, dann geht eben diese Sensosmart-Technologie an und sie sagt euch, ihr müsst das nicht machen. So, ich habe jetzt mal ganz schnell meinen Concealer gesettet, weil ich habe zu viel gelabert und der setzt sich langsam ab. Ich hatte euch ja gerade eben von einer Cashback-Aktion erzählt. Wer meine Videos schon länger guckt, der weiß, dass ich das schon mal im letzten Jahr empfohlen hatte und das kam sehr, sehr gut bei euch an. Und dadurch hat sich natürlich Braun gedacht, wenn ihr Freude daran habt, dann machen sie es nochmal. Ich erkläre euch die Aktion kurz, und zwar geht ihr auf www.braun.de/stoppelfrei. Ich verlinke euch das nochmal natürlich in die Infobox, braucht ihr einfach nur draufklicken. Da findet ihr dann oder seht ihr dann alle teilnehmenden Produkte. Und ihr könnt dann beim Kauf eines Produkts eben bis zu 40 Euro sparen. Wie das funktioniert, erzähle ich euch jetzt. Wenn ihr also euer Produkt gekauft habt, ja, egal ob das jetzt online ist oder bei einem Händler ist, völlig egal, dann findet ihr auf eurem Kassenzettel eine EAN-Nummer. Und dann geht ihr zurück eben auf die www.braun.de/doppelfrei-Seite und da findet ihr ein Formular, was ich jetzt hier ausfüllt, so. Da trägt ihr natürlich auch diese EAN-Nummer ein oder EAN-Nummer ein und dann sagt er euch, wie hoch euer Cashback ist. Ne? Das variiert zwischen den Produkten und ihr könnt da bis zu 40 Euro sparen und er sagt euch halt, wie hoch euer Cashback ist und dann bekommt ihr das Geld zurückerstattet. Easy. Also es ist wirklich einfach. Wie gesagt, ich verlinke es euch mal sehr gerne in der Infobox und dann könnt ihr da mal nachschauen und gucken, was so euer präferiertes Produkt ist, beziehungsweise woran ihr Interesse habt, und dann könntet ihr eben mit dem Cashback sparen. Also ich hatte euch gesagt, ihr sollt mir Fragen stellen auf Instagram und ihr habt mir ein paar Fragen gestellt. Und zwar Jenny G7X, ich muss so über den Namen lachen, weil meine Vlogkamera heißt G7X, fragt, mir tut das Epilieren unheimlich weh, hast du einen Tipp dagegen? So, ich weiß nicht, ob ihr euch an das erste Mal Augenbrauenzupfen erinnern könnt. Ich weiß noch, das erste Mal hat mir so eine entfernte Cousine mit einer Pinzette eben meine Augenbrauen gezupft. So, ich weiß noch ganz genau, wie weh das tat. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass es richtig rot war außenrum und hier, also überall. Ich bin richtige Monobraue. Und ich weiß noch, wie weh das tat. Und ich mache es jetzt fast jeden Morgen. Also ich gucke immer so, ist irgendwo ein Härchen draußen oder kann ich da irgendwas wegnehmen halt, und ich mache das jetzt und ich spüre nichts. Also alles, was wir Menschen machen, sind so Gewohnheitsdinger. Wenn wir das nicht gewöhnt sind zu epilieren, dann tut das weh oder es ist halt in unserem Kopf so verankert, dass es weh tut. Aber das sind so schnell rotierende Pinzetten. Wenn ihr mal so darüber nachdenkt, während ihr das macht, dann stellt ihr fest, dass das gar nicht so weh tut. Man macht sich immer irre und am Ende ist es gar nicht so schlimm. Ich kann euch natürlich auch noch einen Tipp geben, und zwar, wenn ihr euer Körper abduscht, also wenn ihr sowieso abends duschen geht, duscht euren Körper warm ab und dann öffnen sich eben eure Poren und das Schmerzempfinden lässt nach. Denkt einfach daran, dass ihr lange einfach glatte Beine habt und nicht ständig mit einem Rasierer drüber gehen müsst. Ne? Also ich empfehle euch wirklich am Anfang, weil die Haare kommen in so zwei Wachstumsphasen, am Anfang nach 2 Wochen wieder zu epilieren, dann habt ihr wirklich diese ganzen
Härchen einmal weg. Das musste ich einmal so einspielen und dann habt ihr später bis zu 4 Wochen glatte Beine. Und liebe Jenny, das ist einfach nur so eine Gewöhnungssache. Da musst du überhaupt nicht, da brauchst du keine Angst haben oder so, dass wenn ich das kann, dann kannst du das schon längst. Und was ich euch noch kurz zeigen möchte, ist, der hat hier so ein ja, so einen beweglichen Kopf und der passt sich halt perfekt den Konturen an. Also wenn ihr hier so drüber geht oder sowas, ne, der Kopf geht mit und passt sich den Konturen einfach an. Ich denke, das sieht man ganz gut. Und ihr könnt halt natürlich überall epilieren. Also Arme, Beine, Achseln mache ich sehr gerne. Ne? Das ist auch so eine Gewöhnungssache am Anfang. Es ist ungewohnt, es zieht. Aber ihr habt Ruhe und eure Achseln haben nicht mehr diesen Graustich, ne? Sondern die sind einfach klar. Weil da eben nicht mal die Wurzeln drunter sitzen. Also ihr könnt euch wirklich am ganzen Körper epilieren. Das ist nicht nur ein Beinding, sondern wo immer du möchtest. Und ihr merkt halt mit der Zeit auch, dass eure Härchen immer feiner nachwachsen. Und das wurde auch belegt von Dermatologen, dass Epilieren dazu führt, dass immer weniger Härchen rauskommen. Ne? Man schwächt ja so die Wurzeln. Wie damals halt Babyhärchen waren, seht ihr, dass es eben weicher ist. So, ne? Auch wenn ihr so drüber fest, dann habt ihr nicht mehr dieses stoppelige Gefühl und dazu passt, wir werden stoppelfrei oder Deutschland wird stoppelfrei, die Aktion, sehr gut. Also die ganze Cashback-Aktion nennt sich Deutschland wird stoppelfrei und das ist, glaube ich, das schönste Gefühl, wenn man so über seine Haut geht und sie ist einfach glatt und nicht so pieksig und man will niemanden berühren, weil das so piekst und so. Und das, ich kenne das. So, was habt ihr mir denn noch so für Fragen gestellt? Ey, immer wenn ich Style and Talks drehe, komme ich nicht zum Schminken, weil ich so gerne eure Fragen lese. Ich habe hier eine neue Lidschattenpalette und zwar ist es die Screen Queen von Zoeva. Die werde ich jetzt mal testen. Dann hat mich die liebe Safina.sm gefragt, was hältst du vom Waxing? Ich muss tatsächlich sagen, dass ich das Waxing als unangenehm empfinde. Ich empfinde das so als unangenehm. Mich stört es, dass es die Haut angreift. Also man legt ja das auf die Haut drauf und das macht ein Epilierer nicht. Also der zieht halt nicht an der Haut rum und sowas. Und das Ding ist, sobald ich mir so einen Klebestreifen, also so einen Waxing-Streifen, irgendwo hinklebe, traue ich mich nicht, den alleine abzumachen. Also ich traue mich das einfach nicht, wirklich nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das mal bei meinem Bruder gemacht und der hat mega einen Ausschlag bekommen. Das hat mich so ein bisschen erschrocken. Ich bin da nicht so der Typ, ehrlich gesagt. Dafür. So, dann schreibt Mariam Atosevic, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Süße. Kannst du vielleicht über Hautunreinheiten sprechen, was man dabei beachten sollte oder womit man seine Haut am besten pflegen sollte, wenn man noch jung ist? So, da wir alle noch jung sind, ich bin 27, ey, ich sag's euch, Leute, kann ich euch echt so Gesichtsbürsten empfehlen. Das reinigt 1000-mal besser. Okay, man. 1000-mal nicht, aber sagen wir mal 5-6-mal besser als die eigenen Hände. Und dadurch, dass die Köpfe jetzt zum Beispiel bei diesem Facebar so weich sind, greift das auch nicht eure Epidermis an oder so. Ne? Also es arbeitet schonend auf eurer Haut. Ihr könnt reinigen mit zum Beispiel einem Reinigungsschaum. Ich würde immer darauf gucken, bei den Produkten, die ihr verwenden wollt, was seid ihr für ein Hauttyp. So, ne? Ich arbeite zum Beispiel sehr gerne mit Ölen vor, weil Öle einfach immer die Bestandteile des Make-ups komplett zerbricht, ne, und reinige das erstmal so mit den Händen, mit einem Öl und dann gehe ich mit einer Reinigungsbürste, so mit, wirklich, ihr solltet darauf achten, dass es kein harter Kopf ist, sondern wirklich so ein schön weicher Kopf, wie eben bei dem Face Spa Pro, dass ihr da eure Epidermis eben nicht angreift und dann euer Schaum oder eure Reinigungspflege da drauf und richtig schön euer Gesicht sauber machen. Also diese Tage mit, ich bin zu faul zum Abschminken, auch wenn ihr ungeschminkte Tage habt, solltet ihr trotzdem euer Gesicht reinigen, weil trotzdem lagern sich so Umwelteinflüsse auf unsere Haut ein oder in unsere Haut ein, ne, und setzen sich so da drauf und wenn man das halt nicht sauber macht, dann kann das in der Nacht schön noch reinziehen und das unterschätzt man immer. Also selbst wenn ich ungeschminkte Tage habe, dann reinige ich mir sehr sorgfältig das Gesicht abends. Also als würde ich mich ganz normal, ohne Öl dann, aber als würde ich mich ganz normal abschminken. Einfach einen Reinigungsschaum oder eben Reinigungsmilch oder ein Reinigungsgel, was ihr am liebsten mögt. Und so ein bisschen darauf achten, dass zum Beispiel keine Mineralöle drin sind, die verstopfen die Haut. Das
ist mir erst viel später bewusst geworden, dass Mineralöle zum Beispiel die Hautdrüsen so verstopfen und dass man dann Hautunreinheiten bekommen kann davon. Leute, ich werde bald ein neues Studio haben. Was sagt ihr dazu? Aktuell habe ich eigentlich jemanden, der mir das Licht und sowas alles einstellen wollte. Nur der gute Herr meldet sich nicht mehr. Ich weiß jetzt auch nicht. Will er auch nicht mal so aufdringlich sein und so, ne? Und immer wieder nachfragen. Aber es ist halt dringend. Ich drehe nun mal 3 Videos die Woche. Das muss halt jetzt mal passieren. Und morgen kommt das ganze Zeug dahin. Werdet dann bestimmt auf Insta-Stories und so immer wieder Updates dazu kriegen, weil es ist echt spannend. Ich bin richtig so gespannt. Du kannst über Druck sprechen. Druck, der im Leben so kommt, weil man beispielsweise ein gewisses Alter erreicht oder bestimmte Dinge von einem erwartet werden. Oder den man sich auch selber macht. Ob du bald fertig mit dem Studium bist und was danach ansteht. Ob du dir überlegt hast, wie es dann weitergeht, wenn du Vollzeit arbeitest mit YouTube. Bla bla bla. Ne? Also sowas meint sie. Okay, Stella Vivi fragt das. Interessante Frage, denn umso älter ich werde, desto mehr Druck macht man sich absolut richtig, weil man denkt dann so, oh okay, ich sollte jetzt langsam in festen Händen sein, sollte dies und das und sollte hier und da. Und ich glaube, wir hatten aber schon mal in dem Style & Talk darüber gesprochen, dass bestimmte Dinge von einem erwartet werden und man bestimmte Ansprüche an sich selber hat. Also man legt so in seiner Jugend ein paar Dinge fest, die man in einem bestimmten Alter einfach erreichen möchte und wenn das nicht klappt, dann ist man enttäuscht von sich selbst. Das Ding ist, wir konnten in dem Alter eben unsere Zukunft nicht voraussehen. Wir konnten uns gewisse Dinge wünschen, aber das zu erwarten, dass es 100% genauso passieren wird, wie man sich das vor Jahren als noch Kind so gesehen gewünscht hat, ist eigentlich utopisch. Ich war auch so, bin auch so manchmal so, boah, ich bin 27, hätte so gerne Kinder schon oder ein Kind zumindest. Oder zumindest wäre ich gerne verheiratet. So, ne, so dieses, ich bin sehr, sehr gerne Frau. Also wenn ihr bei mir zu Gast seid, dann werdet ihr so richtig so, ich sehe, bevor euer Glas leer wird. Ich bin voll der, wie nennt man das denn? Also ich bin so voll das, voll die Hausfrau. Und wenn ich auch Kinder hätte, so, ne, also ich bin voll der Mensch für so, ich bin ein absoluter Familienmensch. Aber so nahm eben mein Leben und die Dinge ihren Lauf. Und ihr solltet dann einfach gucken, was habt ihr denn schon erreicht und welche Wege seid ihr denn gegangen? Und dann verschiebt sich das halt so ein bisschen. Also ich sage jetzt nicht, dass ihr jetzt komplett eure Träume aufgeben müsst, aber Dinge, die wir eben mit 18 gesehen haben, sind halt mit 27 nicht mehr so. Jetzt habe ich mich da hinten so dreckig gemacht. Ich werde nie lernen, so sauber zu arbeiten. Mein Jeans ging ja noch mal. Wann hast du mit dem Epilieren angefangen? Ich glaube, ich war 15. 15? Dann schreibt Mick2608 über Inner und Outer Beauty sprechen. Ich glaube, das wird so. Das letzte, sonst wird es wirklich zu lang hier. Wenn ich jetzt all diese Schminke abnehme, finden mich vielleicht über die Hälfte von euch nicht mehr schön. So, wenn ich noch mehr Schminke drauf mache, finden mich vielleicht die Hälfte von euch nicht mehr schön. Wenn ich meine Haare färbe oder schneide, dann sagen vielleicht der ein oder andere, das steht dir nicht so gut. Also erstens mal liegt Schönheit immer oder ist Schönheit immer so eine individuelle Sache und liegt immer im Auge des Betrachters. Also wisst ihr was, es können so schöne Menschen um die Ecke kommen, so schöne. Aber wenn sie nicht schön gucken oder arrogant wirken oder so, dann hat man direkt so eine Antipathie denen gegenüber oder nicht. Also man denkt sich so, irgendwie, du bist mir so unsympathisch und du bist zwar schön, aber ich war letztens am Tanken. Ich hatte genau 0 Tank. Also an meiner Tankanzeige stand eine 0 und ich war richtig nervös. Und ganz abgesehen davon habe ich schon einen sehr strengen Gesichtsausdruck, wenn ich nicht rede, wenn ich nicht lächle, wenn ich nicht mich mit jemandem, wenn ich so am Denken, Nachdenken bin, dann sehe ich so arrogant aus, Leute. Das ist. Und letztens war ich halt am Tanken und war schon so ein bisschen hibbelig und fuhr gerade so an die Zapfsäule wirklich und war dann so richtig erleichtert und bin dann direkt ausgestiegen, habe den Tankrüssel in mein Auto gesteckt und dann kam eine Zuschauerin und sie sagte zu mir, ich muss jetzt mal fragen, bist du das, Tara? Und ich so, ja, bin ich und so und dann haben wir halt gequatscht. Ich habe dann zu ihr gesagt, ich gucke schon ein bisschen fies, ne? Und sie meinte so, nein, tust du nicht, du hast ganz lieb geguckt und so, ne? Und ich so, jetzt komm, sei mal ehrlich, ne? Ich gucke schon so ein bisschen so arrogant. Ich komme schon so einem rüber, als würde ich einem sagen wollen, sprich mich bloß nicht an. Und das mag noch so
dahergesagt sein oder noch so, ja, die sagt das jetzt nur so und bla bla bla, aber nein, Schönheit kommt von innen. Wenn ihr euch vielleicht mit Menschen unterhalten habt, die ihr nicht so schön fandet und sie dann plötzlich nach dem Gespräch unfassbar schön findet, hattet ihr schon mal so eine Begegnung? Ich hatte schon so einige solche Begegnungen. Und die sind auf einmal so bildschön für euch. Das ist, weil ihr Benehmen ihre Schönheit ist. So, ihr Lieben, das war es auch schon mit dem Video. Vergesst nicht die Cashback-Aktion. Deutschland wird stoppelfrei. Wir werden stoppelfrei. Ist nochmal in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr nochmal nachschauen und gucken, welche Produkte so teilnehmen. Was interessiert euch? Und wie gesagt, es ist ganz easy. Nachdem ihr das Produkt eben gekauft habt, findet ihr bei diesem Strichcode die Nummer, die EAN-Nummer. Und die könnt ihr dann einfüllen in das Formular und kriegt dann von Braun euer Geld wieder zurückerstattet. Und der sagt euch dann natürlich auch, wie viel Geld ihr dann zurückbekommt. Und genau, das findet ihr alles nochmal in der Infobox verlinkt und ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr meine beiden letzten Videos noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr sie hier sehen und ich würde mich natürlich sehr über ein Abo und ein Däumchen nach oben freuen und jetzt wünsche ich noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Tschüss.